Herzlich willkommen zurück, Leute, zu Jurassic World Alive. Ich bin mega, mega angepisst, weil meine letzte Aufnahme, ja, kaputt gegangen ist sozusagen. Also mein Ton irgendwie ist nach einer Zeit mega abgerannt, abgekackt. Ich weiß auch nicht wieso und jetzt kann ich das nicht bringen, weil ist einfach nur Kacke. Ja, jetzt muss ich ein bisschen zusammenfassen, was ich eigentlich vorhatte. Erstens, die letzten zwei Wochen, man konnte Kentrus und Ankylos finden. Dadurch konnte ich hier unseren guten Ankyntro auf Level 20 bringen. Ne? Schon mal ein Anfang. Ihr seht auch Geld. Ich habe jetzt ca. 130.000 Münzen ausgegeben, damit ich den Ankyntro auf Level 20 bringen konnte und den T-Rex. Damit ich den Trico anfangen kann. Also wir werden ihn noch nicht haben, aber wir können heute schon mal anfangen. Und ich habe drei goldene Incubators geöffnet und einen blauen. Ja, also ist jetzt ein bisschen schade, dass man das jetzt alles nicht mehr sieht. Aber das ist passiert, wenn ich das so sagen kann. Ne? Und ja, wo wir jetzt sind, ist eigentlich, wir werden den Ankyntro so weit leveln, wie wir können. Beziehungsweise den S-Salz so weit holen, wie wir können. Weil wir brauchen ja die Versuche dann für den guten Trico. Ja, und was ein bisschen schade ist, mir war eigentlich schon klar, dass wir den Trico noch nicht ganz schaffen werden. Aber ich habe vollkommen vergessen, dass man ja von epischen 200 DNS pro Versuch braucht. Ich hatte gedacht, es wäre auch 50, aber Quatsch, das ist ja nur bei legendären, wie ihr hier seht. Wenn wir einen einzigartigen machen wollen, nämlich den Trico in dem Fall, da müssen wir hier von den epischen 200 hergeben. Also ich habe echt Angst, dass wir hier, dass wir nicht so viele Versuche haben werden, ne? Dass die Versuche nicht ausreichen werden. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen schade, dass wir dann so viele epische DNS nochmal brauchen vom Rex. Verdammt nochmal. Also Trico ist schon ein cooler Saurier. Ja, ich würde sagen, wir gehen es mal an. Wir haben drei Versuche. Echt nur drei, Mann. Mal gucken. Haben wir Glück? Ja, das kriegen wir nicht. Ich meine, jetzt müssten wir zweimal 120 oder so wegen, ja. Naja, wir haben es mal angefangen, ne? 60, ja. Ist okay. Im Durchschnitt 20 bekommen, ne? Wir müssen noch Rexe farmen, auf jeden Fall. Ich bin gerade am überlegen, was ich raushau. Weil ich gerne den Level 20er an Kyntro mitnehmen würde. Er ist ja ein gewisser, ein guter Counter zum Indominus und Indoraptor. Ich glaube, ich hau mal den Rajakylo raus. Also, der ist ja generell cool, aber ich würde es mal so probieren. Und der Rex ist ja jetzt Level 20, der sollte ordentlich rocken. Ja, ich kann ja auch nachher mal schauen, ob jemand von euch gerade online ist, wegen Herausforderungen. Ich glaube zwar nicht, aber wir können da mal gucken. Ich habe versucht, immer wenn ich am Tag mal online war, also am Handy vor allem, dann habe ich immer geschaut, dass irgendwie jemand online war von euch, wenn ich halt mal Zeit hatte, weil, ja, ich habe euch ja sozusagen versprochen, dass ich gegen euch kämpfe, wenn es geht. Also, seid euch mal so, ich sag's mal so nachmittags über online, mal schauen, manchmal bin ich dann da. Schaut mal, allein, das ist doch nicht fair, wie stark der ist. Ja gut, der Ankyntro ist auch nicht schlecht. Aber der Stegodeus ist echt Wahnsinn. Ja, was machen wir gegen ihn? Kein Plan. Ich meine, wir sind jetzt schneller als er, außer er setzt ja, übermächtiger Angriff. Aber, wie wir alle wissen, Reinigung, Ablenkung steht hier schon da. Es scheint so, als würden sie im nächsten Patch übermächtige Angriff abschwächen und dafür sorgen, dass man sich nur noch, was ich sehr gut finde, nur noch von angriffsschwächenden Attacken, also hier, wie ihr seht, Ablenkung halt reinigen kann. Das finde ich sehr gut. Weil dadurch immer schneller zu sein als der Gegner, weil man halt seine Geschwindigkeit sozusagen reinigt, das ist einfach nicht geil. Das fühlt sich überhaupt nicht fair an, wenn ich ehrlich bin. Oh, mit dem Ankyntro ist das so ein langsamer Fight. Das ist der Wahnsinn. Ich meine, schaut es euch an. Immer wie er da ein Hin und Her geklatsche. Aber er ist halt trotzdem nicht schwach. Weil was wir jetzt machen können, ist seinen panzerbrechenden Angriff schwächen. Außer er setzt sich nicht ein. Wer weiß, vielleicht macht er ja wirklich nochmal übermächtige Angriff. Nee, macht er nicht. Es ist eigentlich nicht fair, was wir hier auch wieder veranstalten. Also Ankyntro ist auch nicht bad.
Ja, auf jeden Fall ist es eine gute Änderung, finde ich. Es ist trotzdem ein übermächtiger Angriff gegen Raptoren, der Wahnsinn, ne? Das soll er ja auch eigentlich sein. Er kriegt einen Crit. Ich finde es trotzdem nicht, wie soll ich sagen? Ich finde es halt trotzdem irgendwie noch nicht den richtigen Nerf. Also es ist kein schlechter, es ist ein Anfang, sage ich jetzt mal, aber es fehlt mir noch was. Irgendwie ist er immer noch zu stark. Ja, er sollte tot sein. Ich hoffe es zumindest, weil manchmal wird ja die Panzerung nicht richtig berechnet. Oh Gott. Triostronix, ekelhafter Kollege. Ich meine, gegen ihn können wir ja nicht viel tun. Nee, ich meine, er ist ja immun. Können wir nur noch Schaden reinhauen. Aber ist doch schon mal gar nicht bad, dass wir erstens ihm jetzt noch schön reinhauen. Den wilden Angriff vor allem, also den Boost wegziehen. Er kann uns jetzt gegen. Er kann uns zwar töten, aber. Er hat viel Schaden kassiert. Ja, der Ankyndro ist schon nicht schlecht. Der ist schon ganz gut. Ich gehe mit dem Utasino rein. Ich meine, da hole ich mir jetzt auch gleich den Vorteil, dass ich nächste Runde Betäubungs. Ja, ne? Blitzansturm haben werde. Betäubungsangriff. Utiplutator. War der immun oder nicht? Ne, der war nicht immun. Ja, wir stunnen ihn direkt. Also, ich hoffe zumindest, wir stunnen. Er ist generell langsamer, ja. Ich tut mir leid, ich schaue immer so 10-mal, weil ich die Sets nicht ganz genau weiß. Oh, wir stunnen leider nicht. Boah, der macht viel Schaden. 823 Base. Der hat ganz schön viel Leben auch. Ja gut, er ist Level 22. Wilder Angriff, ablenken, Panzerbrechen. Okay. Wir müssen auf jeden Fall schwächen. Dafür macht er einfach zu viel Schaden. War zu gefährlich. Autsch. Das ist gar nicht. Wenn wir ihn kritten würden, würden wir ihn dann töten. 762. Das wären auch dann 370 oder so dazu. 1000 irgendwas. Ja, hätte schon sein können. Ja gut, wir haben jetzt noch mal unseren Stun nächste Runde. Was der Gegner gerade macht, ist, der lässt uns keinen von seinen Viechern finishen. Der wechselt und wechselt und wechselt. Das ist aber in dem Fall jetzt gar nicht so gut, weil wir jetzt einen schnellen Saurier haben, nicht in Utasino. Wodurch wir sozusagen jetzt ziemlich leicht aufholen können gegen ihn. Das ist halt einfach ungünstig sozusagen, was er gemacht hat. Vor allem, wenn wir ihn jetzt noch töten, das wäre sehr ungünstig für ihn. Tun wir sogar, ja. Da haut er Utasino rein, weil er hat nichts Schnelleres. Triostronix und genau, Shigudeus, es ist vorbei, es ist vorbei. It's over, Anakin. I have the high ground. Zack. Ja. Ich finde es schade, dass ich den Tri-Quest nicht geschafft habe. Ich bin heute, müsst ihr wissen, ich bin so nach Hause. Hab's gesehen, ja, cool. Ankylos gibt's. Habe ich erstmal gesammelt. Und jetzt muss ich hier sozusagen erfahren, ne? Ah, es reicht nicht. Ich habe sogar Angst, dass wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich finde jetzt nochmal dreimal T-Rex, ne? Krieg optimal 200 DNS raus. 600, ne? Hab nochmal 3 Versuche. Ich habe auf dem anderen 300 DNS, das heißt, ich habe 6 Versuche. Wenn die 6 Versuche mir nicht ausreichen würden, ich habe jetzt 60, 26, ja, das würde nicht reichen einfach, ne? 120, das ist... Manometer, ich müsste jetzt wirklich ein bisschen Glück haben bei der DNS. Irgendwie mal 60, 80 müsste ich dann drüber im Trike, damit es gescheit ausreicht. Ja gut, gegen ihn keine Chance. Der Utasino macht unseren Rex fertig. Weil jetzt zum Beispiel mit dem Trike hätten wir den Vorteil. Wir würden jetzt zwar nur mit einfachen Schaden angreifen. Aber dafür, wenn er uns jetzt angreift, haben wir unsere Unverwundbarkeit, weil das hat er ja als Fähigkeit. Das heißt, wir kriegen jetzt keinen Schaden. Okay, wir töten ihn sogar jetzt. Aber auf jeden Fall, wir würden jetzt keinen Schaden sozusagen kriegen. Und kriegen einen Hit, den wir einen Gegenangriff. Das heißt im Endeffekt gleich viel Schaden sozusagen. Vor allem gegen andere Viecher ist er noch besser. So, ich muss ganz kurz nachschauen beim Handy, was schon wieder gebrummt hat. Vor allem der Trike hat doch auch Armor, ne? Ja, doch, natürlich, der hat doch auch Armor, aber wie viel? Will nochmal nachschauen. Kann sogar sein, dass er 30% Armor hat. Wenn der Trikosaurus 30% Armor hat. Ne, ich glaube, der hat 20 oder 25 oder 30, wäre irgendwie zu viel. Also, er ist schon ja sehr
Hat schon sehr viel Armor dran, wie man sieht. Ich meine, das besteht ja aus Angelo, Kentro, ne? Angyntro hier. Aber 30% Armor plus den Schaden vom Tyrannosaurus und einer Unverwundbarkeitsattacke plus einem Gegenangriff. Das ist schon krass. Ich weiß nicht, soll ich für den Crit hoffen oder hoffen, dass er sein Schild, dass ich jetzt dodge und... Ach halt, ich weiß nicht. Ich gehe für viel Schaden. Ja, die Crit, sehr wohl. Sehr gut. Ich habe gerade nämlich gedacht, ob ich mir die panzerbrechende Attacke halt eben, verteidigungsbrechende Attacke aufhebe. Weil er ja noch sein Schild hat. Oh Gott, er crittet. Aber auch ohne Crit hätte er uns gehabt. Ja gut, das sieht gerade nicht so gut aus. Wisst ihr was, wir gehen für Indominus. Das ist die Frage jetzt, wird er wechseln oder nicht? Und wird er was Gutes haben? Ich hoffe, er hat nichts Gutes gegen uns. Okay, er wechselt auf jeden Fall nicht. Die Initiative in dem Fall war mega useless. Weil wir waren jetzt vor ihm dran, weil wir mehr Speed haben. Auch Initiative. Dadurch hat ihm das gar nichts gebracht. Ja, okay. Er hätte sogar was Gutes gehabt gegen uns, aber hat nicht sofort gewechselt. Das ist sein Tod. Das ist sein Tod. Obwohl hat die sofortige Unverwundbarkeit Abklingzeit. Also, ich meine halt eine Runde Verzögerung. Kann das sein? Ich weiß es gerade gar nicht. Weil dann hätte er es ja gar nicht sofort gegen uns einsetzen können. Bin mir gerade echt nicht sicher. Einzige, was ich weiß, ist, dass da ein Kyntro echt nicht bad ist. Und ich glaube, der könnte mir im Fight echt gut helfen, weil... Er hat gleich viel Leben wie der Stegodeus, cool. Weil das Coole am Ankyntro ist halt... Er hat Aufhebungsangriff, was ziemlich gut ist gegen viele Tiere hier. Er hat viel Armor. Er kann sich manchmal unbesiegbar machen. Also die Kämpfe dauern mit ihm zwar verdammt lang, aber er ist nicht schwach. Also ich glaube, der hält sich in der Elo ganz gut. Und die Frage, ob Raja Kylo auswechseln das Richtige war. Ich meine, jetzt wechselt schon wieder ein Raja Kylo aus. Ich habe erst gesagt, oh, der ist so cool. Ich mache jetzt auf Level 18, weil ich hier, ne, hier die ganze Dio-Raja-Saurier-Kacke da, diesen Super-Hybriden von dem haben möchte. Und jetzt mache ich doch zuerst den Trico. Ich glaube, es war doch gar nicht so eine gute Idee, den Raja Kylo erst so hoch zu hauen. Naja, meine Güte, ist jetzt halt passiert, ne. So, er wird wahrscheinlich Schwanzstacheln einsetzen. Ja. Momentan reinigen wir uns ja noch von der Geschwindigkeitsverringerung, heißt, nutzen wir natürlich auch aus. Und wo ist der Konter? Da ist der Konter. Ja, okay, jetzt die Frage, wird er Aufhebung einsetzen, sofort unverwundbar oder Ablenkung? Ich glaube, er geht sofort für sein Schild. Nee, er geht für sofortige Ablenkung. Verdammt, weil jetzt kann er uns nächste Runde natürlich... Jetzt kann er uns nächste Runde unser Schild wegnehmen. Die Frage ist nur, wird er es machen? Nein, macht er nicht. Fuck, weil ich habe gerade gedacht, vielleicht hier, ne? Bisschen Mindgame. Dann hätte ich jetzt nicht mal einen Ansturm gehabt und ihn getötet, aber er hat natürlich sehr damit gerechnet. Verdammt. Ich gehe für... Mächtiger Angriff. Na gut. Ich hätte jetzt auch einfach meinen anderen Slow einsetzen können. Gut, sein Schild hat er ja nicht mehr. Jetzt hat er nur noch sofortige Ablenkung. Wird er wahrscheinlich auch einsetzen. Ja, okay. Und er wird uns dann nächste Runde töten. Verdammt. Ja gut, wir können ihn jetzt nur einmal slowen. Ja. Ich meine, jetzt machen wir da... Somit machen wir eigentlich den meisten Schaden. Ich meine, 90% haben wir sonst weniger. Schade, jetzt sind wir tot. Ich glaube, sein Schild hat er noch nicht. Ablenkung hat er auf jeden Fall nicht. Ich würde sagen, Indoraptor. Und selbst wenn er sein Schild hat, ist er nächste Runde weg. Weil da haben wir unseren verteidigungsbrechenden Angriff. Er wechselt. Okay. Komm, setz Initiative hier, Ding. Tarnung. Perfekt, sehr schön. Jetzt haben wir dich. Und gegen das ist doch eigentlich die Unverwundbarkeit besser. Natürlich, ich habe sie noch nicht, aber... Ja gut, wir müssen jetzt aufheben. War gerade von mir ein doofer Gedanke. Oh, Crit. Wie viel?
Ist eigentlich bloß mal eine Chance. 5%, okay. Speed ist auch okay. Ja, ist schon nicht schlecht. Weil letzte Folge konnte ich ihn leider nicht so gut nutzen. Schon nicht bad. Meint ihr, er wechselt wieder? Ja, er wechselt wieder. Okay. Jetzt will er sich reinigen. Boah, nervt das gerade, ey. Das ist die Frage. Ich meine, er hat noch Indominus. Sollen wir unseren Akynto jetzt hier sozusagen ausspielen oder nicht? Ich wechsle Indoraptor und hoffe, dass er jetzt nicht seinen Ansturm einsetzt, weil er denkt, dass wir uns shielden. Er setzt Schwanzstacheln ein, okay. Okay, wir müssen ausweichen, Kollege, sonst haben wir hier ein großes Problem. Mal schauen, vielleicht habe ich Glück. Wieso frage ich überhaupt? Okay, jetzt gerade sieht es nicht so prickelnd aus. Ich meine, er hat halt einen Level 23er Stegodeus, ne? Ja, gut, wir müssen, ne? Wir dürfen nicht vergessen, er hat einen schwachen Indominus. Und was hat er noch gehabt? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Ich glaube, er hat noch irgendwas anderes ausgewechselt. Den Akynto, glaube ich, von sich hat er ja auch ausgewechselt. Mal schauen, was er jetzt macht. Wird er uns angreifen lassen oder nicht? Okay. Das ist alles okay, weil... Darauf habe ich gewartet. Wir machen trotzdem genug Schaden. Auch ohne Crit hätten wir genug Schaden gemacht. Wegen unserer Tarnung. Mal gucken, was er jetzt macht. Das ist jetzt interessant. Ah, Pyritator hat er ja auch noch. Das tötet aber nicht, gell? Na gut. Er berechnet jetzt, dass er uns zu viel Schaden macht, aber... Das wirkt ja nicht. Jetzt müssten wir critten, sonst haben wir verloren. Und da ist der Loose, Leute. Weil er einen schnellen Pyritator noch hat, mit dem er uns jetzt fertig machen kann. Ah Gott, ja, durch das Swappen. Das war eigentlich von ihm keine schlechte Idee, den Pyritator rauszuswappen. Hat darauf gewartet, bis wir keine schnelle Kreatur mehr haben. Und dann ihn hat ihn wieder eingesetzt. Ihr habt ja gesehen an meiner Pokalanzahl, ne? Also ich bin schon wieder mega gedroppt. Das ist wahnsinnig. Ich war ja mal 4-3 irgendwas und jetzt wieder 4-0. Es ist... Aber ich muss sagen, immer wenn ich so richtig viel verliere, dann spiele ich aber auch gegen Gegner mit so krass hochgelevelten Viechern. Das ist der Wahnsinn. Also Level 25, Level 24 Stegodeus ist da keine Ausnahme. Na gut, wir müssen hoffen, dass der Kollege jetzt nichts mit Aufhebung einsetzt. Oder uns nicht trifft, das wäre auch gut. Immerhin hat er nicht gegrittet. Wäre natürlich auch optimal, dass er nicht treffen würde. Dankeschön, sonst wäre er tot gewesen. Ah, der Schaden von Gitasino ist schon ordentlich. Ah, hat er irgendwas, mit dem er uns sofort töten könnte? Ja, Indominus sage ich schon, Indoraptor. Der würde 1500 Schaden machen, sonst... Level 22, ach komm, hör mir auf. Schaut mal, ich kenne das Spiel schon so gut. Also... Vielleicht sehe ich auch den nächsten Gegner. Vielleicht kann ich ihn auch hervorsehen, sozusagen. Vorhersehen. Och, Mann, oh Mann. Ja, was machen wir jetzt? Das ist... Na gut, wir können seinen Schaden reduzieren. Immerhin eine Sache. Ja. Jetzt wäre es optimal, wenn wir ausweichen würden. Mal gucken, vielleicht setzt er auch seine ausweichende Haltung ein. Nee. Wir weichen aber aus, das ist gut. Vielleicht setzt er sie jetzt ein. Nee, er weiß ganz genau, er muss Schaden machen. So gut wie es geht. Oh, gut, gut, gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Das war schön. Der Monominus ist eh sau OP eigentlich. Also, ich habe jetzt mir
so Set-Vergleiche angeschaut, das Viech ist nicht fair. Das ist überhaupt nicht fair. Also dem sein Schaden dafür, dass er immun und den Speed hat, ist nicht fair. Der Speed ist ja, ich verstehe, wieso die dem Viech so viel Speed geben, damit er gegen Indominus und Indoraptor klarkommt. Und dass er so viel Attack hat, ich hoffe mal, dass wir jetzt ausweichen, dass er so viel Attack hat, hat ja auch den Sinn, damit er gegen Indominus und Indoraptor klarkommt. Und wieso bei der Indominus und der Indoraptor einen so krass hohen Base-Damage sozusagen haben und Base-Leben? Eben, damit er dagegen überhaupt eine Chance hat. Problem ist dabei nur, es ist halt ziemlich unfair gegenüber anderen Tieren. Er macht, ja, gegenüber anderen Tieren auch so viel Schaden. Das ist halt... Ich verstehe, dass sie gerne den Indominus und Indoraptor so ein großes, so ein Rampenlicht geben, ne? Dass sie ihm halt so viel Damage und alles, dass sie den Viechern so viel Damage geben, aber... Die übertreiben auch ein bisschen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Scheiße, Mann. Jetzt bin ich nächste Runde tot, wenn ich nicht wechsle. Ich wollte eigentlich mit Mutasino ihn fertig machen, aber ihr seht's ja, was daraus geworden ist. Ach komm, jetzt reicht's aber langsam, oder? Jetzt slow mich am besten noch. Ach Gottchen, ja. Ein Indominus, Leute. Ein Indominus. So. Oh fuck, bin ich blöd. Ich muss spammen, sonst bin ich tot. Spam, 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 spam. Ich spam jetzt schon mal. Wir haben getroffen, das ist gut. Spam, 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 spam. Das war so schnell, das, er kann nicht. Ach, danke. Er kann nicht schneller sein, wollte gerade sagen. Oh, oh. So, zack. Nochmal watschen. Bam. Und nochmal spam, sonst wäre er tot. Ah, 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 ah. Ah, war ein bisschen zu spät. Er wird wechseln. Nein, wechselt er nicht. Oh Gott sei Dank. Das hat er überhaupt noch gehabt. Ich hab schon wieder vergessen, weil so viel geladen. Oh Gott. Egal. Entsteht gut Ceratops, bestimmt. Da wäre er eh tot gewesen. Okay, passt. Aber ich musste es trotzdem spammen, weil ich meine, wäre er vor uns dran gewesen, dann wären wir tot gewesen. Echt eine gar nicht so schlechte Folge. Ich meine, ja klar, Trigosaurus leider. Ne? Nur angefangen. War mir eigentlich auch klar, ja. Fehlt uns leider noch zu viel, aber immerhin angefangen. Aber keine schlechten Kämpfe eigentlich. Hier, Trico. Und das Brachio, den muss ich auch mal zeigen. Habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ich freue mich schon auf den, weil der ist echt cool. Ja. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ich hoffe, euch hat es gefallen soweit. Das ist euch der Marcel. Ciao.